Ein herzliches Hallöchen und willkommen hier endlich beim richtigen, beim großen Let's Play zu Eco. Und das Ganze machen wir im Rahmen unserer altbewährten 5 nach 5. Und das sind natürlich wieder Sinde. Hi, grüß dich. Hallo. Coach. Hallo. Das ist wirklich Coach. Er klingt nur ein wenig komisch. Natürlich haben wir auch Xa am Start. Moin. Und den Hippo. Hallo. Ja, der Coach ist am Start, obwohl er schwer erkältet ist. Also wundert euch nicht, dass er ein wenig ruhiger ist, aber dafür umso knottriger. Also hervorragend. Ja, Charaktere sind erstellt. Das Let's Play zu Eco beginnt. Wir sind zu fünf. Fünf Chaoten. Ja, da haben wir Xa. Da haben wir, super, alle wieder hier stark behaart. Ja, du hast da irgendwie so ein bisschen wenig auf dem Kopf. Ich? Ja, ich habe mir gedacht, weißt du, wir hatten ja schon mal kurz eben angezockt und da sahen wir alle gleich aus mit denen und ihr seht wieder alle gleich aus. Ja, so ist es aber auch. Dann habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal was anderes. Hier steht noch Sinde, die ist noch am Erstellen, am fleißig ausprobieren. So, naja, wir retten schon mal die Welt, Sinde, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ciao. Hey, jetzt klaut ihr hier mal meine Tomaten vor der Nase weg. Ich glaub's also ja nicht. Meteor, find the meteor in the sky. Das können wir dann, wenn er da kommt. World View, open the map. Find an icon in the map and mouse over it. Also insofern, da können wir nochmal gucken mit M. So, und dann, wenn wir da mit der Maus über unser Icon gehen, dann könnt ihr dieses ganze Tutorial durchmachen, weil Xa, Hippo, Sinde, Coach, ne, sind im Gegensatz zu mir Vollprofi, ja, sind sehr totale Noobs. Dann mache ich mir ja keine Sorgen. Das ist ganz schnell, ist das vorbei, mein Status. Ja, ja, glaube ich auch. Ja, und so weiter und so fort. Also insofern, das breche ich einfach mal ab hier, die Dinge. Drückst du mal Map. So, ja, Eat Map. Food, Claim Property. Ja, und da fängt es dann jetzt schon an bei Claim Property. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach erstmal alle zusammen so ein bisschen durch die Welt und schauen uns die Welt an, oder? Ja, klingt nach dem Plan. Okay. Klingt nach dem Plan. Open the side panel and select difficult layers. Und dann ein paar Tomaten einsammeln, ja, aber schon müssen auch noch ein paar liegen lassen, ansonsten wachsen die wahrscheinlich auch nicht mehr nach. Also gut ist zum Beispiel, wenn wir hier bei sowas sind, diese Bäume, habe ich ja erfahren, sind wahre, wie soll man sagen, wahre Wunderbäume, die bringen sehr viel Holz, während zum Beispiel die Birken fast kein Holz bringen. Also mal gucken. Okay. Wir sind jetzt hier auch auf einem Server unterwegs, von G-Portal zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Und von daher, das ist insofern auch neu, dass wir jetzt auf dem Server sind. Mal schauen, wie die Welt aussieht, ja, wie der World Seed so ist, wie groß diese Welt ist. Hier haben wir schon mal Eis. Oh, hier sieht's ganz schön aus. Hier gucken wir mit den Wasserfällen. Oh, aber ein bisschen wenig Bauplatz. Ja, ja, nee. Ich meine, trotzdem so. Ja, schön halt. Hübsch ist es. So, hier können wir es mal probieren. Da. Ja, klappt ein Glück, was ihr da macht. Ja, so. Ich bin drüben. Coach, ich bin drüben. Latsch. Wobei, gehst du mal raus aus. Nimm deinen Fuß aus meinem Gesicht. Ach, das war dein Gesicht? Hier ist aber viel Eis. Oh, da tun wir es an. Ich will Frühling. Schauen wir mal auf die Mappe. Was haben wir denn überhaupt für eine Landwasserverteilung? Oh, guck mal hier. Da unten sind aber lauter Inseln und Flussschleifen und so. Ist ja auch interessant. Flussschleifen? Ja, das ist aber tief runter. Oh, das ist tief runter, ja. Xa ist weg. Was? Ich sehe nur noch Siegertyp. Ich bin doch hier noch um die Ecke. Da ist Xa, wo sind die anderen Sinde? Bei Xa und bei Coach. Ah, okay. Hi. Noch Waypoint. Oh. Ach, das ist aber, sind aber riesige schon. Berge hier. Vielleicht sollten wir uns eine Wohnhöhle buddeln. Das wäre was, ne? Links rüber oder rechts rüber? Komm, machen wir links. Also links rüber ist so ein Schnipselchen Wüste, aber auch nicht arg viel mehr. Also zumindest bautechnisch nicht so. Wir werden hier auf diesem Planeten einfach nicht bauen können. Damit können wir ihn nicht retten. Er ist nicht schön genug. Er lohnt sich nicht zu retten. Let's Play ist nach 2 Folgen dann beendet. Ja, wir haben den Komet. Das...
Dankeschön. Also wir haben uns da was bei gedacht, in der Tat. Wir haben den, weil wir gedacht haben, wir können das, wir sind richtig gut. Haben wir uns überlegt, den Komet auf, Hilfe, auf 3 Tage zu stellen. Da geht's nicht rüber, wir müssen oben rum. Hier vor allem. Ich möchte festhalten, ich war dagegen. Ja, ja. Also wir haben den dann auf 3 Tage gestellt, den Komet, weil das reicht. Wir sind ein Profi, ja. Wir brauchen keine 30, um zu sterben. Uns reichen geil. Ich habe 3, das ist richtig, ja. Das geht viel schneller. Und das ist einfach, das ist Effizienz dann, weißt du? Ich habe ja nur Butter im Gesicht. Und rüber. Okay, so. Okay. Seid ihr? Über die Flucht drüber. Nein, das ist ein Hirsch. Ein Hirsch. Wir haben das auf 3 Tage gestellt, weil wir in der Tat, wenn wir den Server verlassen, wir sind ja nur zu 5, wir haben ja jetzt hier keinen Community-Server mit 35 Leuten, die auch noch zocken. Und wenn wir rausgehen, dann hält, so glauben wir, die Zeit an. Das ist ein Wolf. Ich weiß es nicht, streichle ihn mal, dann merkst du es. Aber nicht und die Zähne streicheln. Schau mal, hier ist schön. Hier haben wir erstens die Steine, den Berg. Hier haben wir Bäume. Und hier haben wir auch bei den Steinen beim Berg haben wir auch das ist Gold. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch Mineralien, irgendein Metall und so weiter. Ja gut, ich würde aber eher eine freie Fläche suchen, dass wir keine Baumspots zu bauen. Oh, und klar. Hier ist Nebel. Und hier ist Nebel. Ja, hier ist auch ein bisschen aber neblig. Aber ihr könnt euch ja schon mal hier einen Waypoint setzen für Gold. Wir können uns hier auch einen Wegpunkt setzen. Ja, das können wir machen. Drop wer Waypoints weiß, wofür es gut ist. Und, aber was ich meinte ist, wenn man jetzt hier weiter nach unten geht, so hier so. Kann ich dem Wegpunkt auch einen Namen geben? Irgendwie nicht. Naja, doch, jedenfalls da, war ich noch nicht so ganz fertig mit ausholen, warum 3 Tage. Naja, wenn wir halt rausgehen, dann hält die Zeit an und dann sind 3 Tage 72 Stunden, gleich knapp 150 Folgen, wenn man eine halbe Stunde pro Folge hat. Dann könnte das hoffentlich funktionieren. Ach, das Wasser ist ja zum Glück direkt vor der Haustür. Mhm. Schönes. Du Coach, hast du gesehen, wo die hingelaufen sind? Nein. Runter, bergab. Runter, also ich habe nur gesehen, runter. Da, rechts von euch. Rechts von Coach. Was ist wieder ein Wolf? Geradeaus von Coach. Der macht mich nervös. Okay, ja, dann hilft uns ja alles nix. Das hilft uns ja alles nix, wenn jetzt hier kein anständig Wasserzugang und dergleichen ist, dann so nochmal weiter. Aber Nebel. Es ist in der Tat so ein bisschen neblig, dunstig, diesig. Also. Ja, das stimmt. Hörst du denn nicht, Koya? Hier ist Winter. Ja, du, ich bin ein richtiger Mann. Mhm. Ja. Achso. Hier oben läuft mitten im Eis eine Schildkröte. Warum läuft hier eine Schildkröte? Das ist halt eine Eiskröte. Das ist eine berechtigte Frage. Also, ich beantrage eine Brücke. Ich beantrage eine andere Karte. Also wir hatten vorhin so eine schöne gerade Fläche mit Wüste, mit Gras, aber nö, da sind wir ja vorbei gerannt. Oh, guck mal, ein Hirsch. Weiß ich. Mein Fuß. Nee, schon wieder. Wir müssen weiter, es wird gleich dunkel. Oje, oje. Ja, wir haben noch, kommt hier was wenn Böses, so wenn es dunkel ist? Ja. Da geht die Welt unter. Wenn wir so weitermachen, kommt der Meteorit runter und wir haben noch gar nichts. Ja, das ist in der Tat, hier oben kommt man drüber, hoffe ich. Oh. Nur leicht. Ich glaube, wir sind über den Äquator gelaufen. Das Gold wird mir jetzt auf der anderen Seite angezeigt. Lass mich da raus. Danke. Uah. Ich hoffe, ihr habt alle Tomaten. Ja, ein paar. Diese Welt ist riesig, gigantisch. So? Eisig. Jetzt gigantisch runter. Ja, guck mal, wenn wir jetzt weiter gerade auslaufen, dann kommen wir doch aus dem Eis raus und dann kommen wir auf eine Grünfläche. Ja, sollen wir auch mehr links halten oder mehr rechts halten? Also ich würde mich so links halten, dass wir da so an diese Flussmündung kommen, quasi an das Flussdelta. Delta. Ja, oder wir das sieht aber nach Schlucht aus. Gerade aus ein bisschen. Kanne da gehen. Das sieht doch auch ganz gut aus. Das ist sehr, sehr bergig, aber ich glaube, Hippo hat recht. Wir halten uns mal so halb links.
funktioniert bestimmt. Frühling, hier bleib ich. Was ist? Also. Frühling. Ja, ja, nur ohne, mit ohne Baum. Da ist ein Bison. Ein Büffel. Ist ein Bison oder ein Büffel? Bison-Büffel. Ja, guck, kann man schon mal Mozzarella machen, ist ja super. Die Pizza ist gerettet. So, ja, jetzt haben wir viel Fläche, aber Tomaten wenig Baum. Tomaten haben wir auch schon, ja, eben. Ah, ja, super Idee. So, ja. Ja, also doch, also da drüben haben wir doch ganz gut Bäume. Da hinten sind Bäume, ja. Links, Bäume? Links von euch. Ja, Baum. Bei. Links? Hi. Ja, immerhin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Fläche hier ein bisschen größer ist. Komm, wer? Ach da. Wo steht Stunden? Er noch? Zwei Tage. Da fliegt ein Glatz. Aber, nah. Ja, ne? Ja, hier wird. Was ist denn hier mit. Das ist ja. Ich weiß nicht, wir haben hier viel Fläche, aber wenig Baum. Und da drüben haben wir. Da drüben ist doch jeder Menge Baum. Ja, weißt du, wie weit das ist? Du brauchst den Baum direkt. Ja, hast du noch nichts gesehen von den Videos, ne? Doch. Dann weißt du ja, wie einfach das ist, Sachen von A nach B zu kriegen. Ja, da nehmen wir uns halt einen kleinen Lasten, Koja und schicken den Holz holen. Ja, jetzt mal ohne Witz. Ich finde das hier nicht so toll. Nein, wir müssen hier, wir gehen mal an der Küste entlang und dann nach rechts. Und ja, weil ich finde, das mit dem Bach hier ist zwar ganz schön, aber ist es einfach zu. Ja, ich würde jetzt auch nicht zu wenig Baum. So weit hier drüben bauen. Ja, wir folgen Koja, da hinten ist Baum. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß, klar, hier sind drei Bäume. Ja, die meinte ich auch nicht, die Bäume. Ja, hinten raus, die Richtung Landesinnere wieder. Ja, genau, da hat es jede Menge Bäume und das der Platz richtig, an sich ist eigentlich auch nicht übel. Da baut da, wir bauen hier. Das fängt ja schon gut an hier. Ach, wir rennen in zwei Tagen noch hier rum. Also wenn du hier baust, dann will ich aber woanders. Und wenn da... Hier ist doch super. Hier können wir an die... Ja, gut, ich meine, ich sag's ja ungern, aber Xa hat vielleicht doch ein bisschen recht. Wo sind die denn jetzt überhaupt? Ich sehe die ja gar nicht. Naja, wir haben hier eine relativ... große Fläche, da hinten sind die Bäume, hier vorne ist Wasser. Halt du mir in. Ja. Oh, Schmetterlinge. Also ich finde, Coach und ich haben hier auch eine ganz wunderbare Stelle. Ja. Mit ganz viel Baum und Wasserfall. Ja. Und die sind? Nach rechts. Also, wenn du zum Wasser guckst, rechts lang. Musst du mal auf M drücken und gucken. Ja, das stimmt. Guckst ja. du nur, okay? Ah, ihr seid noch ganz da drüben. Und da ist gut? Ja, würde schon sagen. Da hinten sind aber hier ist auch gut. Hier sind Bäume. Ja, hier auch. Ja gut, dann lass uns mal zum Koja gehen. Lass mal gucken, was die da so haben, da hinten. Ich glaube das ja nicht. Wir finden noch einen Bauplatz. Wir bleiben jetzt hier. Also, ja, wir halten es ja hier länger auf. Das will wohl überlegt sein. Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich meine, wir müssen ja eine ganze Stadt bauen. Ja, das wollen wir ja schon machen. Ja, oh, ein Überhang. Also, von daher müssen wir schon wohl überlegt. Genau, wenn wir das am Anfang schon verbocken, ist ja blöd. So, das ist wir werden es am Anfang verbocken. Seid ihr unten an der Küste? Nee, oben, halber Höhe sozusagen. Aber es ist schon steil, also. Na, wie gesagt, drück M, dann siehst du unsere Pfeile. Ja, ja. Ja, wir sind gleich bei euch. Ja. Hier links am Wasser weiterlaufen. Sind klar. Mhm. Halbe Höhe, okay. Oder wir laufen noch ein Stückchen weiter hinten lang. Seichte. Also hinten. Wieder Schnee. Ja, aber mal ganz. Jetzt mal ehrlich, ne? Ach, hier mal, wollt ihr bauen, wir. Wie soll das denn funktionieren? Ja, ja, halt so. Ja, wir bauen halt nur Pekinesenhütten. Wie? Wieso alles Platz? Ja, das geht doch. Da kannst du da unten runter. War das da drüben etwas schöner, ja? Vor allem die Fläche war zumindest größer und etwas ebener. Wir sollen die Welt. Aber hier gibt's gute Bäume. Und keine Burg bauen. Doch. Wir sollen schon eine Burg bauen. Du musst sehr groß bauen sogar. Ja, weil die deine, so wenn ich das richtig verstanden habe, diese Werkbänke und so, die du aufstellst, die wollen immer eine gewisse Kubikmeterzahl haben. Ja, und auch verschiedene Materialien um dich rum. Das kann sein, dass du aus Backstein bauen musst und aus Holz und so weiter. Genau, richtig. Und dann musst du halt
ob du willst oder nicht, ziemlich groß werden. Ja, nun jammert nicht rum. Ja, sag halt. Ja, dann machen wir hier. Da müssen wir halt ein bisschen mehr shippen. Da kennst du ja, weiß ja, wie das geht. Ja, shippen ist super. Ja. Ja, wenn ihr jetzt sagt, da drüben, ich meine, wir können auch noch mal eins weiter da hinten an die, an diese Zunge da. Komm, ich geh da jetzt mal hin. Ja, geh mal an die Zunge. Auf die Zunge, fertig, los. Wahrscheinlich sind wir hier gestartet. Das kann durchaus sein. Den Verdacht habe ich auch. Ja, schau mal, hier da ist sind doch nämlich schön. Schon wieder Tomaten. Hier ist doch wunderhübsch. Ich finde es hier wirklich schön im Übrigen. Wenn man da jetzt. Ich bin noch nicht da. Wenn da okay. Jetzt rüberkommt. Bist du jetzt auf der rechten Seite oder auf ist der. Ist egal, wir können ja auf beiden Seiten und dann eine Brücke dazwischen bauen. Okay. Aber ich finde das finde ich sehr schön. Hier sind wir bestimmt gestartet. Hey, hier sind wir auf keinen Fall gestartet. Wo ist denn das Gold? Also ich finde hier die Tomaten und vor allen Dingen ist die Dings hier, die Eiche. Ach komm, wir sind hier nicht gestartet. Nie im Leben sind wir hier gestartet. Das sieht nur rein zufällig genauso aus wie da, wo wir gestartet sind. Oh, ein Schmetterling. Ach, noch ein Schmetterling. Oh, ein Schmetterling. Oh Mann. Wenn jetzt noch unsere Fußspuren hier im Sand sind, das ist 100 Pro der Startpunkt. Hier dieser ja, Strand. Ja, das ist der Startpunkt. Nein. Ach ja. Das fängt ja gut an. Kann nicht der Startpunkt sein. Das ist nee, niemals. Das Gold wird mir in 550 Meter Entfernung angezeigt. Ach, was weiß denn ich. Ja, hier ist toll. Lassen Sie bauen. Oh Mann. Impact in. Guck, wir haben auch nur 13 Minuten dabei verloren. Ja, unglaublich. Geht ja noch. Also, es ist doch easy. Eat food. Eat food? Ich muss gerade. Achso, eat food. Achso, die Tutorial ist weiter. Mouse over the food in your toolbar. So, zack. Was? Oh, ich bin hier Tuber, du Excel meines Nutritions. Hab ich doch. Ah, Task complete, okay. Claim Property. Open your backpack with B. Dann haben wir da diese Property Flag Dingsbums da, dieses Ding. Drag the property into your toolbar. Look at a plot you want to claim and right-click until you've claimed enough to fit your house. Also jetzt muss jeder mal. Bleistift. Jetzt muss jeder mal hier irgendwo sagen, da will ich bauen und da baust du nicht. Kommst du nicht rein. Genau. Ja, hat einer von euch schon irgendwelche Claims abgesteckt, wo er gerne hin möchte? Nö. Gut. Nö, noch nicht. Ich würde sagen, das können wir wirklich ziemlich frei machen. Und wir können auch ruhig, wie soll ich sagen, relativ großzügig uns verteilen. Hat jeder so ein bisschen Platz und man kann ich diesen Chat ja. Zieh die Frage zurück. Das ist gut. Wäre nämlich auch total. Ja, bitte. Soll ich den Stift gewesen. Schon mal in die Hand nehmen? Soll ich den Stift? Exit Property Claim Flag into your toolbar and select them. Look at the plot you want to claim, right? Okay. Ja, Wie machten wir das? Ich weiß es auch noch nicht. Wie nah sollten oder beziehungsweise wie weit sollten wir denn voneinander entfernt bauen? Das geht, wir können da schon ein bisschen Abstand haben. Okay, so gucken wir mal, wer hier Großgrundbesitzer ist. EZ-Trottelchen, claimed property total land 25 Square Meters. Das war 25 Grad Meter 50. Wie viel Land claimst du da gerade? Ich nehme hier die ganze Insel ein. Das ist typisch Xa. Lauf damit, ich will auch. Wie geht denn das überhaupt? So wie es im Tutorial steht, um ehrlich zu sein. Ja gut, so weit bin ich noch nicht. Ich muss erstmal die Food-Sachen da durchlesen. Also. Du musst nur was essen. Right-click on the deed. Indeed. So, und da können wir jetzt sagen, wer ist autorisiert und wer ist nicht autorisiert. Also außer mir ist hier überhaupt gar keiner autorisiert. Aha. Aha, ich habe eine Urkunde. Coach, hier oben hast du abgesteckt, oder was? At all. Ja. Ah, revoke easy. All. Also ich habe euch jetzt mal alle freigegeben für mein Grundstück. Hier oben habe ich abgesteckt. Was? Nee, Coach ist jetzt nicht in meiner Nachbarschaft direkt. Du weißt, wer gleich eine Fort vor deine Tür stellt. Okay, warte mal. Mach mal den Ich würde hier die freie Fläche nehmen, oder ist das zu nah aneinander? Coach, warte mal. Ich muss dir mal die...
Boah, Coach hat mich nicht autorisiert. Unglaublich. Ich kann die Tomate da nicht wegnehmen. Simmel? Was ist ja. Wir haben nicht töten. Wir misshandeln seine Maus. Ist das nicht. Rechte Maustaste. Aber das ist doch der Schnellleiste. Was musst du denn machen? Essen? Ja, dann gehst du mit dem Zeug in die Schnellleiste, gehst mit dem Mausrad drüber, bis das highlighted ist, das durch die Tomate oder was du da hast. Ja? Und dann drückst du die rechte Maustaste. Und nur ganz seicht streicheln. Nee, das ist Technik. Fester hilft nicht. So, und dann haben wir jetzt hier, wenn ihr danach Digging, Mining und Chop a Tree habt, einfach einmal jeweils mit der Maus draufklicken auf diese grünen Kästchen, dann kriegt ihr da unten die Werkzeuge, die ihr benötigt. So. Jetzt nochmal ohne ich möchte jetzt nochmal gucken, wo ihr gebaut. Ich möchte nicht, dass wir zu nah aneinander sind. Nicht, dass ich bin hier, wo ich laufe. Ich bin hier, wo ich laufe. Okay, das da vorne hat Coach. Du kannst einfach Map anmachen. Du kannst auch einfach M gucken. Ich sehe das. Ja, Coach und ich. Ja, Coach hat mir schon direkt seinen blöden, fetten Bunker hier vor die Nase gehauen. Dann gehe ich hier mal ein bisschen näher ans Wasser. Klar, dafür nehme ich die rechte Ufer weg. Oder dafür den Baum von der Nase weg. Wie war das mit den Werkzeugen jetzt so? Ja, du hast doch jetzt oben wahrscheinlich Digging, Mining. Ja, richtig. Ja, und da klickst du jeweils einmal drauf einfach. Ich hab. Das ist ja. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist. Ey, das ist mein Baum. Das ist jetzt mein Baum. Dann muss ich dem tatsächlich jetzt die Rechte wieder nehmen. Zu spät. Warum? Okay. Hört auf, hier schon Bäume zu fällen. Denkt an die Umwelt. Ja, wir haben ja nur begrenzt Bäume. Ich muss euch die erstmal wegnehmen. Sonst kann ich mir überhaupt kein Haus bauen hier. The deed will appear in your inventory. Presenting the property. Right click. In Ulm, Ulm. So. Läuft das hier rechts? Das ist einfach super. Ich kann jetzt einfach schon mal alles hier weghauen, alle Ressourcen einheimsen, bis Hippo, Xa und so, dass dann geschnallt haben, wie das Spiel funktioniert. Habe ich einfach schon die gesamten Ressourcen. Ich krieg das wirklich, wie macht denn das? Der sagt mir, ich soll auf diesen Deed Right-Click machen, aber wenn ich da Right-Click mache, macht mir nichts. Im Inventar. Achso. Aha, okay, danke. So, Sinde kriegt Rechte. Oh ja, kriegt keine Rechte. Das macht mir irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Vortelchen, weiß ich nicht. Kann man auch Besucher festlegen? So Lieferanten vielleicht. Ja. So, ihr könnt übrigens für euer Land dieselben Farben benutzen, wie wir die immer benutzen. Dann erkenne ich das auch sofort. Okay. Für unser Land? Soll ich mal für mein Land hier eine andere Farbe benutzen? Kann ich machen. Soll ich da machen? You can see the marker in the world. Click the arrow to bring up options or remove it. Was will der von mir? Lege ich das Holz dann einfach ab oder wie mache ich das? Ich habe es jetzt erst einfach mal abgelegt, weil noch brauchen wir es ja nicht. Der Coach hat wirklich keine Rechte mir gegeben. Ich kann ihm sogar nicht Namen geben. Ich hab dir gesagt, du klaust mir mein Holz nicht. Boah. Ob mein Schwein pfeift. Ob der hier bei mir unten angeschlendert und klaut mir das Holz. Ihr habt schon Schweine? Das ist ja sogar. Eine Frechheit. So, okay. Ja, klar ist hier alles meins. So, das soziale Experiment ist gerade soeben gescheitert. So. Hier ging. Nehmen so die Schaufel und buddeln sie ein Loch. Dann ist die Schaufel. Jetzt klickt diese grüne Schaufel voll Duft dort. Doch, jetzt habe ich Dirt. Dörte. Dörte? Place the Dirt by right click. Bei welchem Tutorial hängst du denn, Sinde?
Worldview. Worldview, ja, abbrechend. Ich habe das irgendwie manchmal auch nicht gehabt. Dann mit dem Wegpunkt, den man da dann macht, oder? Ja, genau, darunter, dass der Punkt, der will nicht weggehen. Ja, ihr müsst mach einen Wegpunkt, dann läufst du ein paar Meter weiter, dann machst du deine Karte zu und dann siehst du diesen Wegpunkt in der Welt. Und wenn du in der Welt, kannst du da draufklicken. Und okay. Das will der von dir. Okay, versuche ich das mal. Ja, also ich hab's einfach eiskalt abgebrochen. Du kannst auch, genau, wenn du Tab drückst, dann hast du die Maus frei und dann mit der Maus drüber und dann ist oben rechts so ein kleines X. Dann kannst du jedes Tutorial abbrechen mit. Okay. So, Claim Property, dann machen wir das dann. Ist unfassbar. Ich soll jetzt hier also einen Meteoriten bekämpfen mit Leuten, die nicht mal das Tutorial schaffen. Ja, ist auch eine gute Voraussetzung. Hast du das Video gesehen von Counter-Strike, was ich da gepostet habe? Ja, wir sind alles, also komm, wir haben schon ganz anderes gemeistert. Nee, also tut mir leid, Leute, ich bin mir sogar ziemlich sicher, sollten wir sowas echt mal spielen, das wird so laufen. Ja, aber sei dir eins sicher, Coach, du kannst wirklich völlig beruhigt sein, ich werde nie Counter-Strike spielen. Ja, ich glaube, das ist auch so. So, wenn man dann jetzt so ein Holzlager da hat, dann kriegst du hier dieses Process Raw Logs. Haben wir die Workbench. Genau, so, die stellen wir da hin. Dann soll ich hier. Ich hab Steine. Wo hab ich denn meinen. Wo bin ich denn hier? Wo kann ich denn? So, die kann ich nur. Verstehe. Hilfe, wo wohne ich? Oh. Wo wohnen Sie denn? Aber ich bin gut, ich kann mit ganz vielen Steinen in der Hand noch schwimmen. Ja. Ja. Ne, ist super. Das ist ähnlich wie mit der Kanonenkugel in Sea of Thieves. Naja. Hier kann ich nicht, doch hier kann ich auch. Bevor ihr die ersten Logs macht, solltet ihr übrigens unten Skillpoints vergeben. Die lustige Zahl klicken. Lustige Zahl. Warum ist denn die lustig? Eine lustige Zahl. Okay. Unten links, ganz unten links. Coach, hast du irgendwie eine persönliche Bindung zu diesem Baum hier oder kann ich den wegmachen? Das ist der nächste Plünderer bei mir. Also, wieso? Habt ihr alle kein Holzbau für heute? Hier, oder? Onkel, guck mal hier, da wo ich jetzt stehe, da ist mein Grundstück. Der Baum ist näher bei mir als bei dir. Vorteil hätte. Ich fange schon die Grenzstreitigkeiten an, geil. Das ist auf meiner Seite. So, Kollege. Was ist los? Herrlich, das wird gut, glaube ich. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder. Dann werden wir hier unsere Stadt aus dem Boden stampfen, die letzten Bäume vernichten. Das schreit in der Ferne. Ja, da schreit in der Ferne. Baumfeld. Ihr solltet übrigens versuchen, vielleicht vorher die Blätter runterzuhauen, weil dann hat man eine gewisse Chance auf Samen. Ja, yep, schon erledigt. Ja. Aber ich habe bisher noch keine bekommen. Ich hab. Ach, was ist denn hier? Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wie die Grenzstreitigkeiten so weitergehen. Also, wir sind ein richtig gutes Team, das merkt man schon. Mhm. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.